Ja, liebe Leute, da sind wir wieder zurück am Start mit Let's Play Mafia 3. Wir haben den Überfall auf die Müllhalde nochmal probiert. Also irgendwie scheint das nicht ganz gut gegangen zu sein. Da kam auf einmal so schnell die Verstärkung. Das war natürlich nicht der Plan an der Sache. Aber da müssen wir jetzt tatsächlich durchkloppen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die jetzt ohne Probleme da durchkommen, aber irgendwie wollten sie nicht. Da sind wir ja leider ein bisschen verreckt. Ich hasse es, um nass zu werden. Gut, dass wir nur $83 verloren haben. Wozu zum Henker willst du einen Köter? Nicht für mich, für Mary. Schau doch mal im Tierheim vorbei. Geht nicht. Sie will nicht irgendeinen Hund. Muss schon reinrassig sein. Du weißt aber schon. So. Woher ich hab da ein paar Patienten in River Road. Lassen es die Mami-Hunde mit ihren Söhnen da. Dann räumt mal auf, Kollegen. Und sogar die Papi-Hunde mit ihren Töchtern. Im Ernst? Ist ja wie bei den Kreolen. Ich glaube, den Scheiß haben sie in Europa aufgeschnappt. Du hast dir nichts verloren. Das gefällt mir ganz und gar nicht. In Deckung, jetzt! Oh, ich muss mich heilen. Ich darf nicht mehr viel Schuss abkriegen. Ja, das sieht super, dass jetzt wieder mit den Wachposten an. Ein Lamm mehr für die Schlachtbank. Pass auf deine Arsch auf! Die Frage ist, von wo kommen die Typen? Ich lasse jetzt gerade mal machen. Nicht da. Was da los ist. Hoffentlich. Gerade gar nicht, ist wieder. Ich hab ihn entdeckt! Gleich geht's dir an den Park. Jawohl, ich hab ihn. So, den hat's erledigt. Da müssen schon andere kommen als du. Ich glaube, den habe ich erwischt. Vier von seinen Leuten dürfte er aber eigentlich nicht mehr haben. Scheiße, ich muss wieder mal die. Ja,
Cassandra meinte, ich soll mich melden. Hey, ich könnte Hilfe über den Telefon brauchen. Scheiße! Ich würde das gern für dich erledigen. Tja. Schnell genug gewesen, ne? Oh, scheiß Telefone funktionieren. Nee, ihr könnt also keine Leute anrufen. Oh, das wieder. Dings. Moment. So. Ja. So. Sehr viele Gegner dürften sie nicht mehr rumlaufen. Tot. Alle Mann in Deckung! Okay. So, Papi, jetzt sind wir alleine. Bringt mich ins gottverdammte Krankenhaus! Na, Dicker? Hör mal. Mich. Ich werde auf einer beschissenen Müllkippe enden. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Gute Nacht. Das Thema Papi hat sich erledigt. Die Abfallbetriebe sind gesichert. Ja, wann haben wir sie denn noch bekommen? So, Vito. 21.000 kriegen wir dafür. Das heißt, Kassan war den Betrieb. Da kriegen wir ein bisschen mehr Kohle raus. Schick, wenn immer du kannst, nach Barclay Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Ich bin für dich da. Vergiss du nicht, für mich da zu sein. Ich hab dir auch sehr viele Betriebe gegeben. So, machen wir das auch, Adich. Ja, wie gesagt, die Abfallbetriebe sind unser Teil jetzt. Und mittlerweile tot ist. Oh, ja. Ja. Telefon in 5 Minuten. Oh, cool. Jawohl. So, wie gesagt, die Abfallbetriebe sind jetzt unser Teil. Ich nehme die Kohle natürlich gerne mit. Das sind 800 Dollar immerhin. Ja, und dann haben wir das soweit auch. So, was haben wir dann als nächstes auf der Map? Viel dürfte das nicht mehr so sein, ne? Das heißt, das hier ist das nächste. Rede mit Conny de Marco ist der nächste Teil. Wir brauchen keine Zeugen. Die brauchen ja keine Zeugen. Da jetzt auch gerade mal komplett draußen halten. Mal gucken, was die gute Conny hat. Also ich vermute, dass es dann jetzt quasi so langsam in Richtung dann wieder ein neuer Capo oder der neue Leutnant, dass die uns wieder auf die, weil wir haben sonst keine Mission auf der Map. Wir haben sonst keine Mission auf der Karte, liebe Leute. Also viel. Weiß ich nicht, ob das so viel noch fallen wird. Wir sind hier mitten in die Pampa rein.
So. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Feinde hier haben. Sieht aber nicht so nach. Sieht nicht so nach Feindesgebiet aus. Moment, das ist nicht zufällig das Lager, wo wir ganz am Anfang mal waren im Let's Play. Wir sind ja auch schon bei weit über. Ja, doch, das könnte. Doch, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das, das komische Lager. Das Haitianer-Lager, da wo wir mal ganz am Anfang des Let's Play waren. Oh Gott, das ist schon. Moin, Conny. Ja, ja, doch, ich erinnere mich. Hey, wen haben wir denn da? Freut mich, dass du noch lebst, Conny. Scheiße. Ging ganz schön rund, als du das Lagerhaus in River Row übernommen hast. Bin aber heil rausgekommen. Du weißt was über den Güterbahnhof in Barclay? Ja, mal im Vertrauen, nur unter uns. Dieser Freund von dir mit dem schicken braunen Anzug dachte, du musst ein Auge auf Pizzantinis Transportbetrieb haben. Was treibt der denn so? Er ist für den Schutz hier in Barclay zuständig. Wenn das Zeug, das du per Zug verschickst, da ankommen soll, wo du willst, dann bezahlst du Piz Leute. Klingt ziemlich unbedeutend für einen von Marcanos Leuten. Volle Punktzahl. Warum gibt's wohl in der Stadt so viele Schießeisen? Marcano und Enzo lassen sie von Santini reinschmuggeln. Wenn du die Deals hochgehen lässt, schädigst du Piz Geschäfte. Na schön. Mal sehen, ob ich an die Karte komme. Man sieht sich. Du kennst das ja. Mach Santinis Leuten Druck, dann werden die schon plaudern. Ja, hoffentlich. So, wir haben neue Ziele auf der Karte. Und zwar Schusswaffen. Haben wir noch mal haben wir einen neuen Namen jetzt gerade? Ne, haben wir nicht bekommen. Okay, Enzo Conti, das wissen wir ja. Aber ich will wissen, wie diese junge Dame ist, die auf der die uns da noch aufgedeckt fehlt. Du gehörst nicht in diese Gegend, Junge. Ach, das behauptest aber auch nur du. So, der nächste Teil geht hier los. Frage die Zugräuber. Hau ab. 30.000 Schaden müssen wir hier anrichten. Und den Namen Enzo Conti, den haben wir wie gesagt geholt. Das wissen wir mittlerweile. Das ist der letzte Leutnant, der uns noch auf der Liste fehlte. Also fehlt es, wie gesagt, der letzte Capo fehlt uns noch. Ich hoffe, wenn wir den jetzt, wenn wir nach diesem Teil hier den Enzo down haben, sollten wir eigentlich hoffentlich den Namen des Capos erfahren. Und wenn wir den runter haben, dann wird uns wahrscheinlich Selma Cano nicht mehr so langsam, nicht mehr so in Ruhe lassen. Aber hier wäre noch nicht. Das wäre die nächste Dings, ne? Das fehlt jetzt nämlich auch noch, oder? Naja. Warte, was ist das hier? Oh, Packler jetzt, okay. Das wäre ein Teil, die noch dazu. Ja, bis dahin. Aber das machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Bei Let's Play Mafia 3. Tschüss.